Herr Schanz, Sie sind Kandidat in Charlottenburg-Wilmersdorf. Würden Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Peter Schanz. Ich bin 32 Jahre alt, Rechtsanwalt. Bin schon seit 2000 in der FDP und bei den Jungen Liberalen aktiv, verschiedensten Funktionen, Landesvorstand der FDP, aber auch bei den Jungen Liberalen im Bundesvorstand gewesen. Und nun hier jetzt 2009 kandidiere ich in Charlottenburg-Wilmersdorf als Direktkandidat für die FDP. Dankeschön. Und warum sollten die Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf Sie wählen? Weil ich mich schon seit Jahren sehr, sehr stark für die Bürgerrechte und für den Datenschutz einsetze. Das ist auch das Thema, weshalb ich eigentlich begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Das betrifft jetzt nicht nur den politischen Bereich, wo die FDP seit vielen Jahren eine ganz klare Linie für Bürgerrechte und für Datenschutz gefahren hat und sich konsequent dafür eingesetzt hat. Ich habe auch als Rechtsanwalt mich hier schon engagiert, habe unter anderem mehrere Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geführt, gegen die Online-Durchsuchung, gegen das Bundeskriminalamtsgesetz und habe mich dort bemüht, unsere Bürgerrechte zu verteidigen. Ich würde mich freuen, wenn ich das jetzt auch politisch im Bundestag fortsetzen könnte. Vielen Dank, Herr Schanz.